Was geht ab, Manusi Fighter, Osri hier und willkommen zu einem weiteren Team Rating Video. Bevor wir aber anfangen, ein kurzer Hinweis, das möchte ich nochmal gerne kurz wiederholen. Was wichtig ist, beziehungsweise was ihr wissen solltet, ihr könnt mir wirklich zu jeder Zeit eine Nachricht schreiben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt ruhig eine Privatnachricht oder einen Tweet auf Twitter, Discord, Instagram. Kein Thema, könnt ihr gerne machen, aber ihr müsst euch natürlich gedulden, bis ich antworte, denn ich brauche meine Zeit, ich bin da nicht immer online. Wenn ich meine Mails checke, dann bekommt ihr meine Antwort. Ihr bekommt auf jeden Fall, in alle Fällen, eine Antwort. Die Sache ist aber die, wenn ihr jetzt an diesem Video hier teilnehmen wollt, an dem Team-Rating-Video, was ist denn das Team-Rating-Video? Nochmal für die Neulinge, um es auszufrischen. Ihr könnt mir quasi eure Teams einsenden, eure Charakterliste. Ich gehe dahin, schaue mir eure Teams an, bewerte das nach einem Punktesystem und gebe da Verbesserungsmöglichkeiten, Verbesserungsvorschläge. Es ist eben eure Chance, mir mit euren Einsendungen, die Einsendungen erfolgen jeden Freitag mit dem Hashtag Team Osru, einem Screenshot eures Teams, Screenshot eurer Charakterliste, irgendeinen Wunsch, wenn ihr das und das haben wollt in dem Team, jeden Freitag mit dem Hashtag Team Osru, nur Privatnachricht, beziehungsweise auch Tweet dann, aber Privatnachricht auf Twitter oder Discord, nur Twitter oder Discord, nicht Instagram, weil ich über Instagram keinen Zugriff auf meinen PC habe. Ich wollte das nochmal auffrischen für alle Neulinge. Alle, aber auch alle Informationen, die ich jetzt genannt habe, sind in der Beschreibung im Link, nämlich da steht dran, wie nehmt ihr dran teil, in dem Anfangsvideo von dem ersten Teamrating quasi. Könnt euch in aller Ruhe ansehen, nur wichtiger Hinweis, wichtige Info für euch. Wenn ihr wirklich Fragen habt, stellt sie. Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das jetzt nochmal wiederholt? Weil wenn wir uns das erste, die erste Einsendung ansehen, lieben Dank an Alessio. Alessio schreibt uns, Hashtag Team Osru, ich möchte ein gutes World Tournament Team. Das ist eigentlich so eine, also nicht falsch verstehen, Alessio. Du hast im Prinzip nichts falsch gemacht, aber du hast sie quasi mit dem Hashtag Team Osru versehen und für mich war das dann okay, das ist eine Einsendung, er will quasi haben, dass ich sein Team bewerte. Das werde ich jetzt auch gleich machen, beziehungsweise im Prinzip hat er mir kein Team gesendet, nur Charakterliste. Er wollte von mir, ich habe das, wie ich das richtig verstanden habe, ein World Tournament Team. Damit will ich sagen, Alessio, du hättest mir das auch zu jeder Zeit schreiben können. Ich hätte dir geantwortet. So müsstest du eben warten oder darauf hoffen, dass du in einem Video drankommst. Denn in einem Video kann nicht jeder drankommen. Ich bekomme sehr viele Anfragen, aber ich achte darauf, dass immer neue drankommen. Aber wichtiger Hinweis hier an der Stelle, gerade wegen dieser Einsendung, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir einfach Privatnachricht ohne diesen Hashtag Team Osru zu jeder Zeit, unter der Woche, immer. Dieses Hashtag Team Osru, diese Nachrichten sind wirklich nur für das Team Rating Video jeden Freitag und das Video selbst kommt am Samstag oder Sonntag raus, so wie das heute ansieht. Anyways, Alessio, ich will ihn trotzdem nicht kränken, natürlich könnt ihr ihm auch solche Anfragen senden. Die nehme ich auch mit ins Video rein, weil es quasi auch um Teams geht. Ich kann quasi jetzt kein Team bewerten für ihn, aber es geht ja nicht nur ums Team bewerten, sondern auch Vorschläge geben, etc. etc. Aber wie gesagt, Alessio, insofern müsstest du eigentlich warten, bis du von mir eine Antwort bekommst und vielleicht wäre das schon zu spät, das World Tournament läuft ja schon. Deswegen, wie gesagt, ganz wichtig der Unterschied zwischen Hashtag Team Osru und einer normalen Privatnachricht quasi an der Stelle. Anyways, World Tournament Team für Alessio. Seine Charakterliste sehen wir uns ganz kurz an, weil nach dem Schema F, sage ich mal, so wie ich das gemacht habe in dem Video zu den besten World Tournament Teams, du schaust erstmal, hast du AOE Damage Healer, hatte in dem Fall, wenn wir uns dann das Team im Graphen direkt mal anschauen, um das hier schnell zu machen, empfehle ich dir dieses Team, Alessio. Du nimmst Agility Rose als deinen eigenen Leader, als Friend nimmst du immer Strength Rose. Und dann nimmst du dann das Team Majin Vegeta als AOE Damage Healer, dein Tag Broly als AOE Damage Healer und Raditz. Raditz braucht da keine Key, er kommt da selbst ganz gut mit klar. Majin Vegeta und Broly schon, deswegen wäre es da gut, wenn du quasi einen zweiten Rose als Friend mitnimmst. Dann haben wir noch Agility Freezer als Tank und Janemba habe ich mit reingenommen, weil du hast keinen anderen Supporter. Aber Janemba ist einer, der Orb Changed und da kann man auf jeden Fall einen Orb Changer mitnehmen. Genau, so viel dazu. Wir gehen direkt weiter zum nächsten Team. Alles klar, und das nächste Team ist von JXN. XXNBP. Okay, nice, danke für die Einsendung. Hashtag Team Osru, das ist mein Team für das Super Battle Road. Aber schaffe es nicht. Könntest du helfen? Mach ich gerne, aber schon mal aus vorweg. Super Battle Road braucht einfach nur Glück. Ihr braucht auch Glück. Also, es ist nicht immer so, dass man Super Battle Road auf Anhieb schafft. Natürlich gibt es gewisse Teams, gewisse Charaktere, die da gut sind. Deswegen schauen wir uns mal sein Team an der Stelle an. So, wir haben ein Super Strength Team. Wenn ich das Ganze bewerten dürfte, dann entspricht jeder Charakter den Leader-Skill, gibt es schon mal 6 von 10 Punkte. Jedes Max-Level, jedes Max-Awaked, yes, sind 8 von 10 Punkten an der Stelle. Also das Team wird auch so speziell, also für jedes Event funktionieren, ein cooles Team. Aber jetzt speziell für Super Battle Road. Das würde auch für Super Battle Road eigentlich passen und mit dem Team würdest du es schaffen, aber du brauchst halt eben Glück.
Nur aus dem Glück. Die wichtigen Charaktere in diesem Team für das Super Battle Road sind jedoch natürlich unser Leader vielfach Goku. Er macht wirklich sehr guten Damage. Wenn er 1 mal ulti, wird er auch tanky. LR Vegito Blue 1A bleibt immer eine Rotation. Der neue Trunks, Super Saiyan Trunks, auf gar keinen Fall unterschätzen. Der neue Trunks hat eine Damage Reduction von 40%, heißt er tut gut was wegtanken. Zudem, je weniger Leben er hat, desto mehr höher wird sein Angriff und Death Boost Maximus 120%. Den nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Ultimate Gohan ist dann so ein Charakter in dem Team, den würde ich rausrotieren. Er ist da, hat dann mehr eine Stelle in dem Super Battle Road speziell als ein Supporter, weil wenn er reinkommt, gibt er den Alliierten 50% auf die Verteidigung. Hat eine Chance, dass er sein Guard sich aktiviert. Also an der Stelle wäre dann ein guter dritter Charakter, den man rausrotiert. Super Gogeta ist ein bisschen schwierig. Super Gogeta ist nämlich ein Charakter, der im Super Battle Road speziell bekommt er sehr viel Schaden, wenn er angegriffen wird. Aber er mit LVGT Blue in einer Rotation teilen sich gut links. Jetzt kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Und Trunks hast du als Supporter mitgenommen. Ups, Trunks hast du als Supporter mitgenommen, hast richtig gemacht. Aber wenn wir uns mal deine Charakterliste ansehen, speziell im Hinterkopf behalten, wir bauen hier ein Team für Super Battle Road, dann würde ich auf jeden Fall schon mal ein, zwei Sachen ändern. Nämlich, ich würde den Trunks eventuell. Es ist nämlich so, sagen wir es mal so. Super Battle Road speziell. Wir haben da quasi wichtige Charaktere, die dafür da sind, dass sie auch Schaden machen, halt also wirklich direkt ein, zwei Gegner gekonnt rausnehmen und auch was tanken. Und dazu gehört eben vierfacher Goku zum Beispiel und LR Vegito Blue. Das sind so die zwei Main-Charaktere, sag ich mal, für Super Battle Road in deinem Team. Diese müssen wir jetzt gut schmücken. Wenn wir jetzt zum Beispiel Trunks, den Super Saiyan Trunks mit vierfachen Goku in einer Rotation halten, Trunks hat eine Damage Reduction, der tankt was weg, Goku ist dann für den Angriff da, das funktioniert gut, oder LR Vegito Blue quasi mit Super Gogeta. Aber ich finde, da ist ein bisschen was zu viel, beziehungsweise fehlt es da an Tankiness, weitere Tankiness durch den dritten Charakter. Denn ein Charakter wird immer rausrotiert und es wäre in dem Super Battle Road gut, wenn dieser Charakter entweder die anderen so hart supportet, dass sie richtig guten Angriff Boost bekommen oder Death Boost, dass sie das überleben oder Gegner gut one-shotten, schwierig, aber in einer Runde einen Gegner rausnehmen können. Oder du nimmst dann eine gewisse Tankiness rein. Was ich damit sagen, ich würde diesen Super Saiyan Trunks, auch wenn er ein guter Supporter ist, eventuell raustun, für Bipan reintun. Bipan, warum Bipan? Bipan hat eine hohe Chance, dass sie eine 50%ige Damage Reduction hat, ist sehr wichtig, und sie hielt sich um 30% an Schaden, den sie ausrichtet. Zudem hat sie eine Chance, den Gegner zu stunnen. Also sie als dritter Charakter, Rotationscharakter, wäre gar nicht mal so schlecht. Oder du nimmst quasi den dreifachen Goku GT, der wirklich für vierfachen Goku so einen immensen Boost gibt, dass er wirklich potenziell einen Gegner rausnehmen kann im Super Battle Road. Er vielleicht nicht alleine, aber durch den zweiten Charakter, ich sag mal in einer Runde, könnten dann die Charaktere durch den Boost, Attack Boost von dreifachen Goku GT, einen Gegner gut gekonnt rausnehmen. Sache ist die, wenn wir uns den Graphen anschauen, um das alles zu verdeutlichen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben natürlich auch einen Friend, das ist der SSR-vierfache Goku. Nicht wundern, man kann nicht zwei UR-Bilder nehmen, deswegen ist einer auf SSR, aber es ist natürlich ein UR, ein sehr guter Friend. Weil ein Super Battle Road ist auch wichtig, wenn wir einen sehr guten Friend haben. Genau, wenn wir zum Beispiel einen vierfachen Goku, 33 Links mit Trunks in einer Rotation halten. Trunks, tankt gut weg, wird auch weiterhin tanky oder bekommt mehr Angriff, je weniger Leben man hat, und Goku ist dann dafür da, dass er quasi gut Schaden macht. In einer anderen Situation könnten wir zum Beispiel halten LR Vegito Blue mit Super Gogeta, teilen sich gute Links jetzt. LR Vegito Blue ist tanky, aber ein Super Attack könnte wehtun und Super Gogeta, wenn er da getroffen wird, könnte auch wehtun. Eventuell ist Super Gogeta ist hier so vielleicht ein Charakter, den ich vielleicht unter gewissen Umständen oder je nachdem wie das Feld geschmückt ist, rausrotieren würde. Bei Super Gogeta würde ich darauf achten, dass er so wenig Schaden wie möglich bekommt. Wenn er ein Feld ist, wo er gar keinen Schaden bekommt, wo ihn niemand angreift, würde ich ihn da hinstellen. Ich sag's mal so. Genau. Als dritten Charakter Ultimate Gohan, wichtig, kann man mitnehmen. Gibt guten Death Boost zum Beispiel für die ganzen Alliierten. Und dann statt dem Trunks Bipan mal probieren. Eben wegen den Sachen, wo ich dir genannt habe. Links auch gar nicht mal so schlecht im Team. Oder du hast gesehen, ich habe da noch drei weitere Charaktere. Du musst einfach mal rumprobieren. Super Battle Road müsst ihr verschiedene Setups probieren. Denn im Super Battle Road braucht man auch Glück und die richtige Itemwahl. Itemwahl, ihr könnt nicht genug Heal mitnehmen. Damage Reduction ist ganz gut. Ghost Usher etc. Oder wie gesagt, du probierst dann mal diesen dritten Slot aus. Oder den letzten Charakter statt Bipan. Nimmst du mal dreifachen Goku GT. Versuchst das. Oder den Krillin. Er legt sich zwar überhaupt nicht, aber das ist der Krillin Free-to-Play aus dem Barbershop. Er hat eine Damage Reduction von 50%, wenn er Typenvorteil hat. Und das hat er ja immer im Super Battle Road. Heißt, er ist wirklich ein guter Rotationscharakter, den man immer rausrotieren kann. Mit ihm habe ich das zum Beispiel geschafft. Mit einem Super Strength Team. Und genau, das sind so die Möglichkeiten, Mates. Also in deinem Team hast du alles richtig gemacht. Die 8 von 10 Punkte bleiben da an der Stelle. Beziehungsweise,
In Klammern 9 von 10, weil das Team, was du benutzt hast, kannst du auch für Super Bad Road benutzen. Brauchst halt Glück. Oder halt, ich habe jetzt ein paar Optionen genannt. Du versuchst mal Bipan, dreifachen Goku GT oder Krillin. Und ich hoffe, mit eines der Optionen funktioniert das. Wenn es funktioniert hat, gib mir auf jeden Fall ein Feedback und lass mich wissen. Nun gut, das dritte Team ist von Lokoboy. Lokoboy, danke für die Einsendung. Hashtag Team Oso. Hi Oso, du wolltest wissen, ob man so das zukünftige Super Saiyan 3 Kategorie Team aufbauen könnte. Also, ob es bessere Möglichkeiten gäbe. Alles klar, schauen wir uns das Team mal an. Und ja, in Super Saiyan Bardock gilt hier als Ersatz für den zukünftigen Super Saiyan 3 Bardock. Aber ihr werdet erstaunt sein. Ihr werdet lachen. Ihr werdet lachen. Wisst ihr warum? Schaut euch mal Bardock sein Leaderskill an. Wenn die HP 99% oder drunter sind, bekommt das Team Ki plus 3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 10%. Wisst ihr, was das heißt? Also ich will den Leaderskill nicht schlecht reden, aber im Prinzip, auch jetzt wenn seine, auch wenn er jetzt nur wissen wollte, wie, ob das zukünftige Team richtig ist, aber im Prinzip funktioniert dieses Team und alle Charaktere entsprechen dem Leaderskill. Denn der Leaderskill aktiviert sich legit, wenn die HP 99% oder drunter sind, da gibt es keine Begrenzung, dass der und der Charakter sein muss. Also, wenn ich das bewerten darf, gibt es hier, alle Charaktere sind entsprechend dem Leader-Skill, 6 von 10 Punkte, alle sind Max Awaked, aber leider nicht Max Level, also 7 von 10 Punkte gibt es hier. Also ja, selbst sowas können wir bewerten, weil, Leute, der Leader-Skill, jeder Charakter hat einen Leader-Skill, schaut euch die Leader-Skills an, dementsprechend ist der Leader-Skill nicht besonders gut und wenn man von Neo-Guard-Leader oder Guard-Leader spricht, sind das eben die Charaktere, die momentanen Leader in der Meta sind, die man als Leader benutzt, sei es Kategorie-Leader oder Neo-Guard-Leader. Ja, sie heißen im Prinzip Guard-Leader, weil man sie als Leader benutzt, weil ihre Leader-Skills momentan im Spiel in der Meta die besten sind. Aber jeder Charakter hat einen Leader-Skill, außer Endcharaktere, glaube ich, und er. Aber jeder Charakter hat einen Leader-Skill. Und wenn ich das bewerten dürfte, na klar, 7 von 10 Punkte hier an der Stelle erstmal. Aber zu seiner Frage, ob das, ob man im zukünftigen Super Saiyan 3 Kategorie-Team, ob das gut aussieht, dann nehmen wir mal das Team und bomben es in den Graphen, sage ich mal. Du kannst bei Bilder in den Graphen, genau. Da hätten wir quasi ganz klar Super Saiyan 3 Bardock, den zukünftigen als Leader und an Friend quasi an der Stelle. Und ihr seht schon, das Super Saiyan 3 Team wird eines der besten Teams, beziehungsweise sogar das beste Team, was Schaden anbelangt. Das werden wir uns gleich ansehen. Denn schaut euch mal das Team an. Super Saiyan 3 Charaktere, Minimum. Sie linken sich Minimum mit 3 Linkskill, jeder Charakter mit dem anderen. Das ist insane. Das ist insane. Also dir würde ich auf jeden Fall empfehlen, bei Bardock zu pullen. Wem würde ich das noch? Ganz klar, wenn ihr ein Super Saiyan 3 Team bauen könnt. Das habe ich schon damals gesagt. Wenn ihr in der Lage seid, ein vollständiges Super Saiyan 3 Team bauen zu können mit Bardock als Leader, dann macht es. Denn ihr seht, dieses Team ist 1A. Beispielsweise kannst du in der Rotation halt einen Super Saiyan 3 Bardock mit Super Saiyan 3 physisch Gotenks. Die drei Super Saiyan 3 Gokus miteinander teilen sich 5 Linkskills. Rotierst du ganz klar Super Saiyan 3 Goku GT als Rotationscharakter raus. Und den dreifachen Broly Tech oder eben dein Friend Bardock. Aber du kannst auch hin und her switchen. Also das Team ist wirklich sehr, sehr cool und im Prinzip passt dein Team auch an der Stelle. Ich hoffe, du ziehst dann Bardock. Aber in Sachen Optimal, ihr sagt dir mal, oh, so, du warte mal, du gibst den letzten Punkt fürs Optimale, 10 von 10. Was heißt Optimal? Optimal heißt wirklich so, wie es in der Meta am optimalsten gespielt wird. Wenn ich euch dazu ein Bild zeigen darf, dieses Bild habe ich aus einem Post aus Reddit, Shoutouts. Ich werde den Link auch in die Beschreibung setzen. Und by the way, wenn ich das sage und vergesse und die Links quasi nicht in die Beschreibung setze, erinnert mich in den Kommentaren dran. Das ist quasi, war ein Graph von den hardest hitting Teams, was Schaden anbelangt. Die optimalsten Teams, was Schaden anbelangt. Die hardest hitting Teams eben, einfach gesagt. Und da war das Super Saiyan 3 Team auf Platz 1. Denn in Zukunft, in Global, in JP ist das schon, ist diese Konstellation das Team, das am meisten Schaden macht. Am meisten. Ich glaube pro Runde 9,8 Millionen oder sowas. Wie sieht das Ganze aus? Der hardest Hitter in dem Team ist ein ganzer LR Super Saiyan 3 Goku. Die Rotation hatten wir einen Super Saiyan 3 Goku LR mit Super Saiyan 3 Bardock und den anderen Super Saiyan 3 Bardock mit physisch Gotenks. Dann haben wir als Rotationscharakter Goku GT als Supporter, ja, der, wenn er reinkommt, für weiteren Attack Boost sorgt. Angel Goku, der, wenn er reinkommt, für Angel Goku, nicht Angel Goku, den LR Super Saiyan 3 Goku einen Attack Boost sorgt, gute Linkskills sorgt etc., aber auch für den anderen. Und warum ist da ein in Super Saiyan Goku? In Super Saiyan Goku ist ein Supporter, er ist zwar kein dreifacher, kein dreifacher Goku und gehört nicht in die Kategorie, aber Bardock hat noch einen zweiten Leader-Skill, beziehungsweise sein anderer Leader-Skill ist, oder er gibt in Charakteren Ki plus 3 auf jeden Attribut 9
90, Leute, 90, nicht 50, 90%. Deswegen nimmt man diesen Int Super Saiyan Goku mit rein, weil er ein guter Supporter ist für die Charaktere, denn er gibt Int und Tech-Charakter, wenn mich alles täuscht, Keep Plus Saiyan Attack und Death Boost. Ich weiß nicht, wie genau der war, aber ich schätze so 25%. Und deswegen, oder sei es nur Attack Boost. Und deswegen nimmt man quasi diese Konstellation, und das wäre quasi, wenn ihr euch, wenn ihr wissen wolltet, immer was so das Optimale, wie bekommt man 10 von 10 Punkten, da schaue ich halt wirklich her, habt ihr eines der metagerechten Teams quasi. Alles klar, und zum letzten Team von heute ist das Team von Sascha. Lieben Dank für die Einsendung. Er schreibt uns: Hashtag Team Osuru, hi Osuru, würde mein Standard Villains Team. Für mein Standard Villains Team würde ich gerne wissen, ob es noch eine bessere Zusammensetzung als diese für mich gibt. Probiere hin und her, bin mir nicht sicher, welcher am besten ist. Deine Meinung wäre mir sehr willkommen. Alles klar, wir schauen uns nach. Aber ihr wisst schon, bei Villains und Heroes Team, bläh, wenn ich reden könnte, gibt es freie Wahl. Gucken wir uns sein Team erstmal an. Sein Team ist dementsprechend wirklich richtig gesetzt. Alle Charaktere passen dem Leader Skill. Max Awake, Max Level 6 von 10 Punkte erstmal und dann 8 von 10. Also 8 von 10 schon mal bis jetzt. Wenn wir uns seine Charaktere angucken, dann gucken wir natürlich erstmal her und gucken uns die einzelnen Charaktere an. Gibt es den besten Strength-Charakter, also als unseren Leader. Man könnte zwar einen Zeiten mit reinnehmen, aber da würde ich die physische Rotation auf jeden Fall lassen. Die zwei physischen Charaktere, also passt schon mal so. Tech würde ich auch so lassen. Physische machst du auch solide. Wir hätten zwar einen dreifachen Broly, aber der ist noch nicht awaked und Zamasu, denke ich mal, passt auf jeden Fall sehr gut in dem Team. Ella Majumeta bleibt drin, ja, besseren Agility Unit hat er nicht an der Stelle. Int, Kid Buu bleibt auch drin, wenn wir uns so eingehen dürfen. Ja, Kid Buu bleibt auf jeden Fall drin. Man hätte es vielleicht Zamasu mit reinnehmen können, weil er sich mit Fusion Zamasu und Rosé gut linkt, aber Kid Buu individuell stärker nehmen wir mit, weil wir wissen ja, bei den Villains müssen wir uns nicht um Ki Sorgen machen, weil wir zwei Rosé drin haben, die Ki plus 3 geben. Gut, dann die zwei Physik-Charaktere, da hat er sich für Omega-Stellung und Cooler, er hatte Omega-Stellung Cooler gewählt. Passt so, kannst du auf jeden Fall machen, ist auch richtig. Da würde ich auf jeden Fall noch einen extra Punkt geben, hast du deine Charaktere das Beste draus gemacht, beziehungsweise hat man ja freie Wahl. Also wenn jetzt jemand hingehen würde und sagen würde, du, weißt du was, ich würde Cooler rausnehmen, Goku Black reintun, der linkt sich besser mit Fusion Zamasu, mit Rosé, gibt Kibus, ist auch richtig. Da würde ich auch einen Punkt geben, weil im Prinzip bei den Villains und Heroes speziell hat man wirklich freie Wahl, da kann man wirklich viel machen. Die Sache jetzt bei unserem Dude ist, wenn wir uns mal den Graphen anschauen und wenn ich mal dir ein paar weitere Sachen mitgeben könnte, dann ist das folgendes. Ich würde auf alle Fälle die beiden Rosé in eine Rotation lassen. Warum? Auch wenn wir uns hier wirklich um Ki keine Sorgen machen müssen, müssen wir das dennoch vielleicht. Denn Kid Buu bekommt keinerlei Ki durch die Link-Skills. Fusion Zamasu nur durch Rosé. Er hat sonst nur Fuse Fighter, das hat sonst niemand in dem Team. Deswegen würde ich auf jeden Fall in einer Rotation lassen Rosé mit Ella Majumeta und in der anderen Rosé und Fusion Zamasu teilen sich vier Linkskills, oder die zweite Rotation mit Rosé und Fusion Zamasu würde ich quasi ändern, je nachdem was ich momentan brauche. Brauche ich einen Int-Charakter, nehme ich Rosé und Kid Buu mit rein. Brauche ich ihn physisch, Cooler und Omega Shenlong. Oder, also die erste ist, denke ich mal, fix Rosé und Majumeta, kannst natürlich auch ändern. Aber die zweite, beziehungsweise wäre dann noch ein Rosé mit noch einem Charakter, irgendein Charakter deiner Wahl. Oder du behältst die zwei Physisch-Kombos rein, weil drei Linkskills zeigen sich cooler und Omega-Stellung ist wirklich so, die in eine Rotation halten und den Friend-Rosé rausrotieren, reinrotieren, passt auf jeden Fall auch. Kannst du auch machen. Beziehungsweise, oder als letzte Option, sagst du so, als letzte Option, was dir noch mit auf den Weg geben könnte, was du vielleicht testen könntest, weil man hat wirklich freie Wahl. Du könntest entweder Omega-Stellung raustun für Freezer, Full Power Freezer, dann hättest du so ein Freezer-Clan-Duo, physisch Cooler mit physisch Freezer, dein Freezer saß auf 75%, glaube ich, wenn mich alles täuscht, kannst du auch auf jeden Fall mitnehmen, teilen sich vier Link-Skills, perfekt, oder du nimmst die Dragon-Combo mit 6 Link-Skills, Omega-Stellung, Sin-Stellung, wie gesagt, je nachdem, was du in dem Event brauchst, kannst du auf jeden Fall auch so hin und her rum switchen, und genau, so viel zu deinem Team, so viel dazu. Wie gesagt, gibt auch 8 bzw. 9 von 10 Punkten, hast du im Prinzip alles richtig gemacht. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ey, wirklich erstmal Props an euch, weil ich weiß so ganz genau, als wir das erste Mal, so die ersten Male die Team-Rating-Videos hatten, da musste ich viel ändern, ja, einen Charakter direkt rausnehmen, den anderen reintun, 1, 2, 3 Stück, aber jedes Mal wurde es besser und besser und besser und in letzter Zeit gebe ich euch quasi, da tue ich euer Team nicht komplett ändern, da sage ich nicht, das Team ist falsch, den würde ich rein und raus tun, sondern ey, ich gehe dahin und analysiere das Ganze, tue euch Rotation aufzeigen, wie sie sich linken und so und so fort. Heißt, an euer Team selbst tue ich eigentlich wenig ändern in letzter Zeit. Das finde ich sehr, sehr cool, dass ihr wirklich daraus gelernt habt und quasi wirklich cool und besser geworden seid in Teamspawn. Und freut mich auf jeden Fall so ein Feedback. Wenn ihr weiteres Feedback habt, lasst auf jeden Fall gerne wissen in den Kommentaren. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.